Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Rise of the... Moment. So, jetzt. Rise of the Tomb Raider mit Paxis. Wir müssen irgendwie... irgendwas mit den Dingern hier machen. Das sorgt also schon mal nicht dafür... Das sorgt schon mal nicht dafür, dass die Dinger aufhören, sich zu drehen. Und diese... Wirbel da erzeugen. Denk mal, damit kann ich das Boot herholen. Ach, jetzt weiß ich, glaube ich, was ich machen muss. Ah, okay, okay, okay. Das könnte interessant werden. Oh, fuck. Oh, fuck. Komm mal her. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwie da rüber oder so. Oh Gott. Das sieht ziemlich schwer aus, ehrlich gesagt. Okay. Jetzt können wir zumindest schon mal auf die Mitte drauf. Oh Gott. So. Münzen für den Fährmann. Fuck, damit habe ich irgendwie gerechnet. Oh, aber das Boot scheint nicht kaputt zu gehen, sondern es wird automatisch von der Strömung nach rechts gezogen. Ja, also gibt da überhaupt keinen Sinn, weil... geht's da nicht runter? Was ist das denn? What? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ach nee, das sind Felsen, die das aufhalten. Aber dann müsste das doch einfach da hängen bleiben und nicht darüber gehen. Naja, was soll's denn? Machen wir nicht zu viel Gedanken darüber, sonst drehen wir durch. Wir mögen fern der Heimat sein, aber das macht uns nicht zu Barbaren. Wenn unsere Lieben sterben, wie viel zu viele in letzter Zeit, erweisen wir ihnen den gebührenden Respekt. Als wir keinen Weinberg hatten, um Wein herzustellen, wuschen wir die Toten mit Seewasser. Als wir keine Webstühle für die Leichentücher hatten, wickelten wir die Verstorbenen in Häute und Felle. Wir besaßen kaum Münzen. Doch jetzt schmieden wir eigene, damit unsere Toten die Überfahrt in die nächste Welt bezahlen können. Mhm. Ich wünschte nur, der Preis wäre nicht so hoch. Ein Tagebuch des obersten Priesters, oder eher Priesterin, in diesen Kammern wurden Leichen zum Begräbnis vorbereitet. Dann nehmen wir die Münzen mal mit. Oh, darf ich die überhaupt mitnehmen? Das ist ja schon eher so Grabbeigabe oder sowas. Egal. Gut, jetzt haben wir erstmal das mitgenommen. Als nächstes müssen wir dann wohl darüber. Also, ja, ich weiß nicht, so richtig als Rätsel würde ich das fast nicht bezeichnen. Das ist doch relativ offensichtlich, was hier abgeht. Komischerweise, vielleicht hätten wir dann zurück müssen, dass wir uns da dann ranhängen sollen. Ich verstehe gerade nicht so richtig, warum man sich darüber hängen sollte. Naja, was ist das? Eine See... Nein, das Ding dreht sich nicht. Warum das denn? Scheiße. Okay, es ist doch schwerer als gedacht. Na gut, dann schauen wir mal, wo uns das hinführt und gehen mal darüber. Verdammt, es ist doch nicht so einfach, wie ich gehofft habe. So, mal gucken, ob das funktioniert. Also, was ist denn das hier? Was ist denn das? Okay, aber was bringt's mir, wenn ich da drüben bin? Eigentlich überhaupt nichts. Ich glaube, ich muss doch nochmal in die Mitte gehen, weil irgendwas stimmt da ja nicht.
wenn das nicht so lang ist, das Seil, dann könnte das sogar funktionieren. Weil ich dann nah genug mit dem, mit dem Boot dran bin. Das könnte klappen. Ja, das ist so eine Art Wand da, diese Felsen. Und die sorgen dafür, dass das Boot halt immer wieder zurückgedrückt wird. Warum, weiß ich nicht. Normalerweise kann sich ja Lara immer an solchen... Seilen festhalten. Aber es war nicht so. Nee, das wollte ich gar nicht machen. Aber vielleicht kann ich mich so näher ranziehen. Klappt das? Komme ich näher? Nee, ich glaube nicht. Ich muss nochmal in die Richtung. Hallo. Ich will es nicht festmachen. Oh nein, ich wusste, dass ich da sterbe. Oh fuck. Das erste Herausforderungsgrab, bei dem ich gestorben bin. Aber ich... Naja, egal. Ich fange also wieder hier an. Ich muss halt irgendwie da... So, wenn ich jetzt drauf springe, dann schwimme ich ja direkt vorbei. Ja, ich habe keine Ahnung, ob das so geplant ist, das Rätsel so zu lösen, oder ob man da irgendwas anders machen muss. Aber es hat zumindest geklappt. Von daher scheißegal. Okay, das Rätsel ist noch nicht vorbei, wie es aussieht. Interessant. Die haben ihre Toten einbalsamiert? Why not? Hier zum Beispiel könnte sie mal wieder ein bisschen Licht machen, aber macht sie nicht. Ach, hier drüben geht's gar nicht mehr weiter, oder was? Kann ich die eigentlich kaputt schießen? Tatsache. Mache ich natürlich nicht, weil ich ja keine alten Sachen kaputt machen möchte, aber ich wollte mal gucken, ob es geht. Wie kommt man denn da rüber? Was ist denn da drüben? Guck mal, wie riesig das wieder alles ist hier. Wo führt denn das hin? Verdammt, ich will alles wissen! Nein, mache ich nicht. War ein merkwürdiges Herausforderungsgrab und das erste, bei dem ich gestorben bin. Ein goldener Kelch, gefertigt für einen König oder einen Propheten. Er wurde hier hergestellt, in Kitesh. Kitesh. Oh, ist das einfach der heilige Gral? Der ewiges Leben spendet? Ja, nein, vielleicht? Geht's hier hoch? Tatsache. Hm. Was lernen wir denn dieses Mal für eine Fähigkeit? Fliegen. Neue Fähigkeit gemeistert. Anatomiekenntnis. So. Anatomiekenntnisse. Spüren Sie die Position von Tierherzen, wenn Sie Überlebensinstinkte benutzen oder auf Beute zielen. Schüsse auf Tierherzen richten großen Schaden an. Tiere mit dickem Fell, Bären und Großkatzen sind gegen Herzschüsse immun. Toll, gerade die, die man 100-mal den Kopf schießen kann, wo nichts passiert, bei denen bringt's also nichts. Geil. Aber egal. Also störe mich jetzt auch nicht. Ist okay. Ist okay. Hier ein Glück, dass hier die brüchige Wand ist. Ab geht's. Durchkrabbeln. Sehr fein. Und dann mal weiter. Aber schön, dass wir das Grab gelöst haben. Das gefällt mir, das freut mich. Und ja. Weiter geht's.
Das ist ja mal ein interessanter Rückweg, muss ich sagen. Genau, mach für eine Sekunde Licht an, das macht es direkt wieder aus. Hier ist es so hell und da haben sie programmiert, dass Licht angemacht wird. Das ist echt merkwürdig. Geothermales Tal. Wenn man jedes Mal direkt geblendet ist, wenn man wieder ins Licht geht. So, wir müssen irgendwo in die Richtung da, glaube ich. Ist da noch eine Höhle? Nee, da geht's gar nicht weiter. Da können wir klettern, aber nicht von unten. Hier ist noch was versteckt. Hallo? Ja, mach deine Haare trocken. Richtig. Ah, voll. Neues Basislager entdeckt. Aquaduktruin. Ist wahrscheinlich über uns. Hier gibt's auch nichts mehr. Wo ist es denn? Hallo? Ach, da. Aber wir haben, glaube ich, eh keinen Fertigkeitspunkt oder so. Und wir werden wahrscheinlich auch nicht genügend Material haben, um unsere Waffen weiter zu bauen. Was hängt denn da? Ja, was ist das denn? Ah, dafür brauchen wir ein Stahlseil. Stimmt, mal gucken, wann wir das bekommen. Dann können wir da irgendwas machen. Keine Ahnung, was wir genau mit dem Stahlseil machen können. Du könntest diese Aussicht sehen, Lara. Die Grabungsstätte sieht am frühen Abend so schön aus, wenn die letzten Sonnenstrahlen das Werk harter Arbeit beleuchten. Dann werden die Lagerfeuer entzündet und der Geruch von Grillfleisch zieht durch das Camp. Es hieß, es sei Meerschweinchen. Ich lehnte ab. Roth aß zwei. Vielleicht nehme ich dich nächstes Mal mit. Wie lief die Geschichtsarbeit? Das sind meine schönsten Erinnerungen, Dad. Mit dir bei den Grabungsstätten. Besonders, wenn ich ein eigenes kleines Feld zum Graben bekam. Das war schön. Das Gefühl, Teil von etwas Wichtigem zu sein. In der Arbeit hatte ich eine Eins. Schade, dass wir nie wieder zusammen mit ihrem Vater auf archäologische Expedition gehen können. Ich mag das eigentlich immer, wenn man ja, mit anderen imaginär zusammenarbeitet. Also nicht die ganze Zeit dann immer im Team unterwegs ist, sondern wenn man einfach sich immer so ein bisschen trifft, wie das zum Beispiel bei dem Ego-Shooter-Spiel 4 ist, wo man halt auch versucht, zusammen rauszukommen. Oder bei dem bei dem Horror-Shooter The Evil Within, wo man auch versucht, zu zweit oder zu dritt dann Wege zu finden, wo man sich immer wieder sieht und die Story dann vorantreibt. Das finde ich immer geil. Ah, jetzt verstehe ich. Sie erzählt von etwas Verborgenem. Ja, wie immer halt. Das sind immer irgendwelche verborgenen Sachen, die uns da erzählt werden. Münzverstecke jetzt, oder was? Hey. Okay, der Rucksack war komplett leer. Wir haben aber irgendwas eingesteckt. Ich weiß nicht was. Ich habe schon wieder komplett vergessen, was unser Missionsziel ist. Also ich weiß, wo wir hin müssen, aber nicht, was uns Jacob aufgetragen hat. Ich war einfach noch so gebumst von der Situation, dass der Kampf eigentlich so mehr oder weniger langweilig war, dieser Krieg, dass ich gar nicht richtig zugehört habe. Naja, bekommen wir schon noch mit. Oder ihr wisst es ja eh noch, ich bin nur der einzige Dumme, der sich überraschen lässt, aber da ist ja noch spannender irgendwie. In die Akropolis. Finden Sie einen Weg zur Akropolis. Ah, okay. Jetzt weiß ich schon wieder. Toll. Was ist das? Rüben oder sowas, Mohrrüben oder Karotten, wie auch immer ihr das bezeichnen wollt. Haufen Essen war ja etwa das Vorratslager von den Talbewohnern. Könnte man fast denken, oder? Jacob, es ist das reinste Chaos hier. Keine Spur von ihren Leuten. Sophia hat sie vielleicht in die Katakomben unter dem Turm gebracht. Aber ich erreiche sie nicht. Okay, dann suche ich dort nach ihr. Wir haben fast alle Verletzten evakuiert. Ich stoße bald zu ihnen. Ah, alles klar. Hier ist also das Versteck von den Frauen und Kindern, die halt nicht mitkämpfen konnten.
Deswegen auch die Nahrungsmittel. Wir müssen da runter. Ne, wir müssen da lang. Okay, was ist denn hier unten? Ich hätte gedacht, dass wir von hier unten aus in die Akropolis kommen, aber hab ich gehört. Wir haben von der Ankunft des Propheten in Konstantinopel gehört, ihr aber keine Beachtung geschenkt. Die große Stadt hat schon immer Wahnsinnige und Scharlatane angezogen. Wir hörten von den wundersamen Taten des Propheten, suchten ihn aber nicht auf. Doch dann hörten wir, wie seine von reiner Wahrheit erfüllten Worte durch das Konstantinsforum hallten. Er behauptete, nicht für Gott zu sprechen und dass kein Mensch dies könne. Seine Weisheit war offenkundig und niemand im Forum konnte leugnen, dass er die Wahrheit sprach. Ich muss mehr über ihn erfahren. Ich muss ihm wieder zuhören. Ankunft des Propheten. Dies ist das Manifest eines Anhängers des Propheten von Byzanz. Tja, diese Stadt gibt's ja auch nicht mehr, genau wie Konstantinopel. Also die Städte gibt's schon noch vielleicht irgendwie, aber heißen es anders. Noch irgendwas hier unten in der Dunkelheit? Nein. Sophia war also, ist Sophia nicht eine ziemlich gute Kämpferin? Ich weiß nicht, warum hat sie da nicht mitgekämpft und die anderen evakuiert? Wäre es nicht sinnvoller gewesen, einen schlechteren Kämpfer zu nutzen, um die nicht mitkämpfen können, in eine Höhle zu führen? Also die sind ja wahrscheinlich davon ausgegangen, dass es in der Höhle sicher ist und es dazu keinen Angriffen kommt. Also nimmt man auch nicht einen der besten Krieger, oder? Oder halt in dem Fall Kriegerinnen. Die Ruinen sind auch weitläufiger als gedacht. Also es gibt noch viel mehr Ruinen hier unten. Und das Tal scheint ja wirklich riesengroß zu sein. Hier ist es immer noch warm, hier ist es immer noch hell. Hell ist es auch da, wo es kalt ist, aber hier ist immer noch warm, hier ist immer noch kein Schnee, hier ist immer noch anscheinend ein sehr warmes, geothermales Klima, was, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht funktioniert in Wirklichkeit, aber das ist ja riesengroß. Geiles Tal, ich will auch so ein Tal haben. Gut, hier unten sterben wir nur. Ich versichere mich nur ganz genau, nicht, dass ich irgendwas übersehe oder dass ich dann wieder in den Tod falle, weil ich denke, da ist ein Boden unter mir. Also diesmal ist auf jeden Fall ein Boden unter mir. Ich springe aber trotzdem nach rechts ab. Sicherheitshalber. Treten Sie die Akropolis. Gerne doch. Erstmal schauen wir hier unten. Da ist definitiv nichts. Wir müssen also tauchen, nur weil der schöne Weg zur Akropolis... Ah, nee, wir doch nicht tauchen. Aber schwimmen und nass werden, nur weil der schöne Weg zur Akropolis halt versperrt war, brennend, etc. Kommen wir jetzt wieder in das Tal? Hoffentlich ist es nicht zu spät. Ich glaube, ich würde fast sagen, wir kommen wieder ins Tal. Oder ist es eine neue Ruine? Nee, es ist schon noch die gleiche Stelle an, oder? Nee, Quatsch, das ist Neues. Weil der Turm sieht ja auch anders aus als der andere, fällt mir gerade ein. Oder? Ach, keine Ahnung. Werden wir schon sehen, aber ich glaube, das ist wieder eine andere Region. Kann mich aber auch irren und es ist die gleiche und der Turm sieht einfach nur von hier größer aus, als er ist. Ich weiß es nicht. Ah, Holz ist voll. Bekommen wir jetzt unseren Knochenbogen? Repetierergewehr, okay. Jetzt haben wir drei Stück Knochenbogen, drei Stück Repetierergewehr. Wird Zeit. Vor allem das Gewehr bin ich gespannt, ob das so ist, wie ich mir das vorstelle. Schon wieder ein neues Basislager, okay. Ziemlich viel Holz, das heißt, wir müssen bald kämpfen und ziemlich viele Pfeile. Spricht alles für einen Kampf. Gut, bevor wir uns jetzt in den Kampf stürzen. Ist das jetzt
Nee, keine Ahnung. Bevor wir uns in den Kampf stürzen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.